So, jetzt ist nochmal der Abend hier oben. Und jetzt wird es ein bisschen südamerikanisch hier oben. Arndt mit seiner Gitarre. Ich nehme dir das Mikrofon ein bisschen für deine Größe entsprechend. Das nehmen wir noch ein bisschen weiter runter für die Gitarre. Gemach. Genau, wir sind hier auf der Arbeit, zum Tag der Arbeit und nicht auf der Flucht, oder? Genau. Katie, wie war's? Du unterstützt ein bisschen mit oder sie sträubt sich noch? Die Katie überlegt. Mach einfach mal los. So, liebe Freunde, ich singe jetzt mal noch ein Lied. Das kommt aus der Friedensbewegung, ursprünglich aus Kuba, Guantanamera. Guantanamera ist von José Martí, einem kubanischen Nationalen, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden. Es war in den 30er Jahren zu einem mit einem Pseudonym schlechter Nachrichten geworden. Eine Frau aus Guantanamo beweinte ihren toten Mann. Später wurde dieses Lied durch Versionen von Joséito Fernández und ab den 60er Jahren durch den auch international bekannten Liedermacher Pete Seeger bekannt, der auch If I Had a Hammer oder We Shall Overcome weltweit bekannt gemacht wurde. Auch diese Lieder wurden weltweit in der um die ganze Welt gehende Friedensbewegung und bei Demos von Arbeitern auf der ganzen Welt gesungen. Nun Guantanamera. So. Ich habe 1969 hier in Zeitz an der Penne den ersten Singeclub gegründet und dieses Lied war eines der ersten Lieder, was wir auch schon gesungen haben 1973 zum Nationalfeiertag in Polen bei Katowice vor 48.000 Zuschauern. Heute ist immer nicht ganz so viel. Ich hoffe, ihr hört aufmerksam zu und es macht euch Spaß. Und ich bringe es halbwegs annähernd so rüber wie damals. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del mar. Guantanamera, bajira Guantanamera. One.
Akbar, Guantanamera.